Mein Name ist Dr. Olaf Reiners. Ich bin niedergelassener orthopädischer Chirurg, spezialisiert auf arthroskopische Operationen. Ich möchte Ihnen heute einmal eine Kniearthroskopie zeigen mit einem ausgedehnten Meniskusriss, der hier mit einer Meniskusnaht versorgt wird. Wir sind hier bereits mit der Kamera im Kniegelenk und stellen uns nun Stück für Stück die einzelnen Bereiche des Kniegelenks dar, im sogenannten diagnostischen Rundgang. Gerade im Vorbeiflug die Kniescheibe und der Oberschenkel. Als nächstes erfolgt nun der Schwenk in das innere Gelenkfach. Hier sehen wir nun in der Mitte des Bildes den Innenmeniskus. Zunächst ohne größere Pathologien, hier den Außenmeniskus auf der äußeren Seite, auch ohne irgendwelche Schäden. In der Mitte des Gelenks das vordere Kreuzband. Nun wird ein zweiter Schnitt ins Gelenk gemacht. Zunächst mit einer kleinen Nadel vorpunktiert, um die Richtung vorzugeben. Wird mit einem Skalpell der Hautschnitt gelegt. Und dann mit einem stumpfen Instrument der Weg bereitet. Als erstes kommt nun ein kleines Tasthäkchen zum Einsatz, mit dem dann der Innenmeniskusriss dargestellt wird. Sie sehen hier einen sogenannten Korbhenkelriss, der quer über den Innenmeniskus verläuft. In diesem Fall ist der Riss nicht komplett durchgängig. Daher entschieden wir uns hier auch aufgrund des Alters des Patienten eine Meniskusnaht durchzuführen, da ansonsten ein Großteil des Meniskus verloren gehen würde. Hier wird nun zunächst mit einer sogenannten All-Inside-Naht der Meniskus mit einer Nadel punktiert, die mit einem Faden armiert ist. Man greift zunächst den gelösten Teil des Meniskus. Und dann wird mit der Nadel die hintere Gelenkkapsel durchdrungen, um einen kleinen Anker hinter der Kapsel zu setzen, der als Widerlager für den Faden genutzt wird. Dann wird ein zweiter Stich gesetzt durch das Meniskusgewebe. Ein zweiter kleiner Anker gesetzt. Und die Nadel entfernt. Nun wird der Faden vorsichtig gespannt. Mit einem Tasthäkchen wird der Meniskus ein wenig stabilisiert, damit nicht durch die Naht das Meniskusgewebe ausreißt. So erhalten wir unsere erste stabilisierende Naht. Mit dem Tasthaken prüfen wir nun, wie stabil die Verhältnisse sich ergeben. Wir sehen halt links und rechts, das ist der Naht, noch eine Instabilität. Diese werden wir im Weiteren dann mit zwei weiteren Nähten versorgen. Zunächst wird erstmal der Faden, der nun noch aus dem Gelenk führt, mit einer kleinen Stanze abgetrennt. Wir machen nun eine kleine Blende, haben jetzt bereits die zweite Naht gesetzt, rechts von unserer ersten, und führen nun erneut das Nahtsystem ins Gelenk für unsere dritte und letzte Naht.
Erneut wird das gelöste Meniskusgewebe punktiert und dann der noch stabile Bereich und dahinter dann die Gelenkkapsel punktiert und ein kleiner Anker ausgelöst, der als Stabilisator dient. Das Ganze wieder zweimal. Versuchen hier so viel Meniskusgewebe wie möglich zu fassen. Der Riss befindet sich in einem nicht sehr günstigen Bereich, da es hier nur eine teilweise Durchblutung noch gibt des Meniskusgewebes und die Heilungschancen daher nicht so hoch sind wie am Meniskusrand, wo eine gute Durchblutung vorliegt. Deswegen führen wir hier auch 3 Nähte zur Stabilisierung durch, um ein gutes Einheilen zu gewährleisten. Nun wird wieder der Faden entfernt, mit einer kleinen Stanze abgetrennt. Wir prüfen nun noch einmal die Stabilität unserer Naht, indem wir das Knie einmal kräftig durchbewegen, um zu prüfen, ob die Naht ausreichend hält. Der Patient muss für 4 bis 6 Wochen nun das Knie entlasten und kann dann wieder normal und schmerzfrei laufen. Vielen Dank.